Yo, hier bin ich mal bei einem neuen Spielprojekt von mir. Und falls ihr euch wundert, dass ihr Stimmen hört, es gibt tatsächlich im Hintergrund noch zwei weitere Leute. Und mit denen werde ich jetzt einfach mal Fossil Hunter angucken. Und während ich das mache, mache ich bei Discord einen Stream an. Oh ja, das will ich mir ansehen. So. Und es ist live. Und ich bin wieder drin. Fossil Hunter. Ich fange einfach mal ein neues Spiel an. Dinosaur Fossil Hunter. Ja, das ist gerade erst rausgekommen als volles Game. Ich hab ich mir heute runtergeladen für gerade mal 15 Euro. Ist sogar reduziert. So, dann starten wir mal. Pyramid Games presents Dinosaur Fossil Hunter. Oh, schau mal, ein Museum. Das sind Triceratops. Altbekannte Tiere, Triceratops, zwei Stück. Ein T-Rex ist das nicht? Doch, das ist ein T-Rex. Ja, aber okay. Dann haben sie die Abbildung aber ziemlich klein gemacht. Naja, das ist ein... Der T-Rex selber war ja etwas größer als die Triceras. Mindestens das Doppelte von den Triceras. Ja, mindestens das Doppelte. Na gut, die Triceratops machen auch gerade so eine Kampfpose. Ja, aber sie haben da die Beine von sich ausgestreckt. Jetzt muss ich ja so hingehen wahrscheinlich. Das ist ein Ankylosaurus, aber wahrscheinlich kein richtiger Ankylosaurus. Das ist ein Nodosaurid, würde ich mal sagen. Okay, warte mal. Ist da nicht sogar auch so ein Schild oder sowas? Moment, Schild? Hier gibt's kein Schild. War so ein Schild. Also hier hinten ist ein Schild. Ah, warte, dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Oh, ich habe mich falsch gedreht. Doch, da. Edmontonia longiceps. Okay. Oder was gelernt? Eine Spezies aus der Familie der Nodosaurier, die in der späten Kreidezeit leben. Vor etwa 76,5 bis 70 Millionen Jahren. Die Dinosaurier kamen in heutigen Kanada und den Vereinigten Staaten vor, wo sie große Entfernungen in Herden mit vielen Individuen zurücklegten. Der Edmontonia war ein massiver Dinosaurier, der mit einer Panzerung bedeckt war und eine niedrige und stämmige Gestalt hatte. Seine Länge beträgt etwa 6 Meter, sein Gewicht bis zu 3 Tonnen. Es wird angenommen, dass die großen Stacheln von der Rüstung des Edmontonia als Instrument der Dominanz unter anderen Vertretern derselben Art verwendet wurden. Sie konnten auch der Selbstverteidigung dienen. Ist das jetzt eine weiterentwickelte Form des Ankylos? Nein, es ist nur ein Verwandter. Es gab ja die Ankylosauriden und die Nodosauriden. Und das ist ja auch eine bestimmte Familie von Ankylosauriden, welche allerdings nicht gleich mit dem Ankylosaurus gleichgesetzt ist. Patin Patron der Wissenschaft Kendra, goldener Patron der Wissenschaft Shake Renshaw, Bronze Patron der Wissenschaft Tim Champagne. Bronzepatron der Wissenschaft Raphael DSA. Und Bronzener Patron der Wissenschaft Cage. Der Name sagt mir was. Das sind Patreon-Leute, kann das sein? Ich glaube ja. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Ob das wirklich alles YouTuber sind. Beziehungsweise Keystraw sagt mir halt, wie ihr sagt, was. Ja, das sagt mir auch was. Das klingt sehr stark nach YouTube. Jack Renshaw, lass mich mal gucken. Platin, Gold und Bronze. Okay, warum wird mit Jack Renshaw als Terrorist angezeigt? Hast du jetzt was erfunden? Warte, ich gucke gerade.
komme ich denn da zurück? Wo laufe ich denn hier überhaupt hin? Was ist denn das? Also Jack Renfro gar nicht. Wie heißt das Spiel nochmal? Fossil Hunter. Dinosaur Fossil Hunter. Hier käme ich raus, aber mache ich nicht. Mist! You're slowly running out of space in the museum. Who'd have thought? It was all started so innocently. When I was 4 years old, I loved to draw dinosaurs. Ein Verpunkt verbindet die Punkte mal Bild. Warte mal. Ah. Ja, man sieht leider nicht, welche Patreon-Leute finden, aber ein Patron. Was? Warum zeichnest du jetzt ein Pronto? Das ist die Einleitung der Story. Ich bin jetzt 5 Jahre alt. Ah. Und ich darf jetzt einen Dinosaurier zeichnen. Alter, ich habe da mal nur ganz... Oh nein, ich habe die 16 vergessen. Meine 16! Meine 16! Irgendwas passiert mit meinen Zahlen. Kann ich das rückgängig machen? B, neue Zeichnung, oder... Oder man macht es einfach so. Geht das nicht durch die 18? Hallo, 18. 18. Oh, warte mal. Painsleth? Ja, da war's. Scheiße. Bei Dinosauriern Zackenschwanz. Last time we met suddenly. Das ist jetzt ein Pikachu. Das ist jetzt ein Elektro-Langhals. Ja, 31, 32. Hierhin. Okay. Oh, ich sehe. Das ist die 44, so. Also sowas habe ich aber als Kind auch gern gemacht. Solche Bilder genommen, dann die einfach nachgezeichnet. Dann ich früher so eine Medizin. Oh mein Gott. Jetzt hat auch noch einen Zacken. Ich hab's geschafft. Daddy, I draw a dino Errungenschaft. Glaube, ja. It was one of the most exciting days of my life. When I was 8, I found my first fossil. Oh. Man hat mich mitten am Strand abgesetzt. Platsch, ich bin im Wasser. Ich bin nass. Ach, die Grafik sieht schon geil aus. Grafik sieht schon echt schön aus. Eine echt tolle Atmosphäre. Warte, wo war was? Was? Warum komme ich nicht mehr weiter? Hä? Kannst du. Ah, weil du springen kannst. Ja, ich kann hüpfen deswegen. Ich muss einfach über die Wurzeln hüpfen. Oh, ich hab's gefunden. Mein Fossil. Das ist eine Kralle. I lost it half a year later. At the age of 14, nearly all I could think about was putting together and painting dinosaur models. I was getting better at it. Ah, verstehe, okay. Oh, Dinosaurier zusammen. Oh, Nazuki. This one comes with a manual. It's dead simple. Also es gibt ein Handbuch von denen. Da hat man einen Körper. Hier verstehe. Ein Arm. Ein Bein. Hallo, Bein. Danke. Dann hier ein Bein.
Okay, ich darf nicht. Ein Körper. Okay, verstehe. Ein Stück Schwanz. Ich kann mich gerade nur konzentrieren. Bin gleich wieder da. Und ein Hals und Kopf. Er lebt. Wieder da. This one's tougher. There's no manual, but I have the sketch at least. Das ist schwieriger. Es gibt keine Anleitung. Es gibt nur eine Skizze davon. Oh. Ah, geschafft. Also das ist schon geil, finde ich. Hallo? Hallo? Oh, das war das falsche Ding. Okay. Okay. Das war der Kopf. Kann ich das wirklich nicht drehen? Hier steht Teil abholen. QE horizontal. Oh, ich kann es plötzlich drehen. Das konntest cool. Du auch, glaube ich, vorher. Mit QE. Ich weiß. Ich habe nur falsch geklickt wahrscheinlich. Ich habe nämlich nicht gedrückt gehalten, deswegen habe ich mich gerade gewundert, warum geht das nicht. Und da ist es fertig. Holz. Oh nein. Keine Handbücher, keine Skizzen, nur pures Wissen und Geschick. Ah, das kann ja was werden. Guck, Christian. Man hat nur diese Anhaltspunkte. Oh Gott. Das ist schon krass. Oh. Ich habe den Kopf gefunden. Das ist der Schwanz. Das ist sicher ein Bein. Sieht jetzt aus wie einer oder so. Ah, ne. Das ist ein Körper. Ah ja, das war ein Körper. Dann ist das sicher ein Körper. Ja, das war die Hüfte. Und hier sicher am Fuß hin. Zeig mir, wo deine Füße sind. Ah. Ah, okay. Das ist schon Herr Hertha. Das ist Challenge-Mode. Nach Beinteil aus. Ich glaube, ich muss das umdrehen. Ja, hier. Ja. Das ist... das ist... Nee. Ja, was ist das? Ah ja. Das Stück Bein. Das ist dann da die Hüfte. Schwing die Hüfte, schwing die Hüfte. Das ist hier die Schwanzspitze. Wer hat das jetzt nicht gerade für YouTube hat jetzt auch was dazu gesagt? Aber nein. Bein. Und jetzt kommen die beiden Ärmchen. Fertig! T-Rex! More practice and build one of them again? No. I mean that the body and soul will what difficulty to be level should I go with this time? When the Hilichurls realize that the end is nigh, it seems their instinct. Ich habe ein blödes Gefühl. Schwierigkeitsgrad kann ich mir jetzt wählen. Weißt du denn? Oh, nein. Ach, du kannst das nochmal neu machen. Sieht irgendwie fast so aus. Ja, aber. Ich frage mich, ob das hier nötig wird. Jetzt da auch Puzzeln jetzt da ausgelegt. Weil, wenn ja, ist das Spiel doch ziemlich flop. Ja! Ah! Achso, das war auf der anderen Seite. Das war gerade witzig.
Plötzlich siehst du, wie deine Teile verschwinden. Ja, wenn man es einfach macht, dann ist es einfach. Wenn nicht, dann nicht. T-Rex auf einfach. Mal, ob ich das überspringen kann. I even won a local talent show once. Yay, ich hab den Trizi gewonnen. Guck mal, Fuchs. A couple years later, the money I had received as a reward in that competition turned out to be of an invaluable help. Adventure of a lifetime in your 20s? Well, I think it's possible. I was exactly 20 years old when I found an article about a paleontological group in a newspaper. Turned out they needed volunteers who were willing to work in the north of the country. It was a long shot, but I didn't want to miss such a great opportunity. I took a risk and signed up for the job. As you probably imagine, it paid off. But now, the curse. Okay, was jetzt? Jetzt bin ich hier. Ich würde sagen, das ist mein Waren. Drücke E zum Einsteigen. Ach nee, das war falsche Taste. Hinweise für die Spielweise. Wichtige. Ich setz mal fort. Okay, feuch Auto. Ich warne euch, aber ich habe keinen Führerschein. Brauchst du unbedingt einen Führerschein dafür? Oh nein, der Weg ist versperrt. Warte mal. Ah ja. Müsste ich. Zwei. Das ist das Licht. Zwei. Das ist da unten so eine kleine Hotbar. Ja. Oh. Das ist wie so eine Arc-Hotbar. Ja, aber die ist vorgefertigt, so wie ich das richtig sehe. Zumindest hier noch. Ich habe eine kleine Scheibe abgeschnitten. Okay, das ist cool, dass er dir die Position, die du schneidest, auch wirklich dann annimmt. So, so jetzt musst du, glaube ich, die Hände, dann die Hände nehmen und die einzelnen wegbringen. Denke ich auch. So, eins. Ja. Kannst so, wie nicht lege ich den hin? Es gibt keinen Platz, um das Tier abzulegen. Ah, nein. Aber so kannst du es machen. Ja, so kann man es machen, aber ich glaube, es war eigentlich nicht geplant. Dann schießt er halt ein bisschen. Ah, mit rechtem... Mit rechter Maustaste legt man das wieder ab. Den kann ich jetzt nicht wegnehmen. Ich kann hier schon wieder daran vorbeifahren. Ah, geschafft. Eine Ausgrabungsstätte, wa? So, jetzt muss ich... Oh, das ist Wasser. Muss ich hier lang. Oh, ich glaube, ich bin daran vorbeigefahren. Ich glaube, da, wo der Bug ist, muss ich hin. Weil es ist ja eine Abbaustelle und so. Ah, Felsen. Oh. Das ist nicht gut fürs Auto. Ja doch, siehst du ja. Komme ich hier durch? Nein. Das ist auch nicht gut fürs Auto. Glaube ich, du musst schon, glaube ich, den Weg nehmen, der auf dir auf der Karte angezeigt wird, unten rechts, links. Oh, ja, jetzt sehe ich ihn auch. Rückwärts vorne ist die Hölle. Orientierung ist wie eine Erdnuss mal wieder. Meine Erdnuss. Alles okay, wey? Oh, Felsen. Ein Hammer muss ich jetzt wählen. Drei. Die drei. Das ist mein Hammer. Hier. Oh, den kaputt, Junge!
Ich mach dich kaputt! Oh, wie süß! Ich mach dich kaputt! Ja, das ist so, als würde ich wie bei Ark halt so ein Ding zerhauen. Ah, willst du jetzt gleich ein Steinhaus bauen? Ja, Steinhaus. Ne, ich würde doch nur nach Fossilien buddeln. Weil es macht doch mehr Spaß. So, der ist kaputt und der ist auch kaputt. So, ich glaube, ich habe es geschafft. So, kann weitergehen. Ah. Oh. Ja. Something was wrong, right? Yes. Pasted. Ich hab's geschafft, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich hab's erreicht. Ja, hast du wahrscheinlich. Ich bin herumgekippt. Drücken von Maus zum Sichern des Bereichs. Drücke Space, um die Sicherung des Geländes zu umgehen. Drücke Space. Ah, ich habe ein Lager aufgebaut. Ah, das passiert mir auch jeden Tag, dass mein Auto vom Himmel fällt leicht. Ja. Und es passiert mir sehr, sehr oft. Das ist ganz komisch teilweise. Paletten für Kisten. Ich glaube, das muss ich so nicht verwenden, oder? Nur halt als Grundmaßnahme. Gut, mein Bestimmungsort. Ist das schon hier? Oder ist er da hinten? Ich glaube, ich fahre mal mit dem Auto dahin. Das muss ich einen guten Grund haben. Oh, fahre ich jetzt hier weg? Nee, ich fahre ja weg. Ja, das will ich nicht, will das nicht verlassen. Ich bin noch Anfänger. Paletten für Kisten. Hier sind Steine. 6. Finde den entsprechenden Bereich. Also, hier ist eine Palette. Also bin ich hier richtig, denke ich, mit das Gefühl. Du machst also dem Spiel die Arbeiten eines Archäologen. Ja. Also eines. Eigentlich bin ich Paläontologe, aber egal. Paläontologe, ja. Archäologe ist ja mehr so Ruin und so. Verwende die Schaufel oder Spitzhacke, um den Boden zu untersuchen. Also hier sozusagen. Das ist schon mal nice. Also, ich bin auf Wasser gestoßen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich sehe merklich, dass es Elden Ring mal im Frühscreen zu zocken und dabei den Pferdearsch zu sehen. Hier kann ich nicht buddeln, also kann ich nur hier buddeln wahrscheinlich. Fünf. Nicht untersuchter Stein. Tab. Oh, das ist mein Navigator, okay. Jo, also, nachdem ich hier eine kleine Weile im Sandkasten gebuddelt habe, habe ich natürlich gerafft, dass es hier erstmal nur so eine Art Probetutorial war. Irgendwann aber erst, etwa nach einer Weile,
und dass ich manche Sachen tatsächlich noch nicht machen sollte. Aber hey, ich habe das gerade erst angefangen. Und nachdem ich etwa eine Weile gebuddelt habe, habe ich mir beschlossen, ja, oder ich habe es nicht beschlossen, sondern ich habe gemerkt, dass das hier erstmal nur der Anfang war und meine eigentliche Stelle tatsächlich ein bisschen weiter daneben lag. Deswegen bin ich von dem See dann irgendwann mal doch zur richtigen Stelle gefahren und hat dann schließlich gebuddelt. Ich muss mal auf mein Tablet sehen. Was macht denn das? Ja. Ach nein, das ist nicht das Tablet. Das ist das Tablet. Steht morgen für dich da irgendwas da Hier ist drin? ein Treibstoffkanister, hier ist das Auto. Aber ich bin eigentlich in der Stille. Ob ich morgen, also bis auf aufräumen und mich weiter auskurieren und hoffen, dass Dennis kein Corona bekommt, habe ich nichts. Nee, ich meine bei Genshin. Nur die Karten wieder, also die Talentbücher für Kiki Farm. Okay. So, nun endlich ging das große Buddeln los. Und ich durfte das erste Mal nach Fossilien suchen. Allerdings habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich wirklich ziemlich lost war und mir vielleicht hätte die Tutorial-Videos ansehen sollen, auch wenn die nur ein bisschen spärlich was erklärt haben. Aber ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, dass man da erstmal nur drei Fossilien ausbuddeln sollte oder besser kann. Und ja, ehe ich das gerafft habe, ist tatsächlich eine gesamte Stunde vergangen und ich habe die gesamte Pampa ja sozusagen umgebuddelt, bevor ich überhaupt gerafft habe, wie ich das hier machen muss. Und dazu muss ich wirklich sagen, ich bin noch Anfänger in dem Spiel, aber wirklich blutiger Anfänger. Ich habe noch keine Videos vorher gesehen oder sowas. Außer vielleicht das vom Prolog, aber abgesehen davon muss ich sagen, ja, es ist ein interessantes Game und ich bin sicher, ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen und meine Spielerfahrung hier ist auf jeden Fall eine sehr gute. Ich würde aber einfach mal sagen, machen wir doch einfach mal weiter, ja? Entferne zuerst den Dreck vom Stein. Okay, ich entferne den Dreck vom Stein. Ich glaube, es war mit 8. Yep. Und dann wird es eingegipst. Du hast eine Nachricht, überprüfe sie auf dein Tablet. Leckeres Tablet. Benachrichtigung hier. Du hast eine Nachricht, überprüfe sie. Was gibt's denn für Schutz auf dem Tablet? Ach nee, hier. Gibt's auch noch mehr Willkommen auf Informationen? dem Gelände des Bergwerks. Ich glaube, das hier, ja. Wenn du alle Fossilien gefunden, mit Gips gesichert, mit Kisten verstaut hast, bring sie mit dem Auto zu dem auf der Minikarte markierten Umschlagplatz. Wenn sie für den Transport bereit sind, gib sie mit Hilfe des Tablets zum Transport ins Museum frei. Apropos Chips, hast du eigentlich da gestern die Dings gefuttert? Ja. Und, wie haben sie geschmeckt? Yes! Ich hab's geschafft, ich habe mein Sind erstes die Fossil prima? reingelegt. Ja, Jetzt muss ich noch die waren das lecker. andere Ding hier bergen. Und so begann die lange Suche. Und ehe ich mich versehen hatte, hatte ich das gesamte Loch umgebuddelt, nur um zwei weitere Fossilien zu finden, mit der Hoffnung, ich finde noch mehr. Naja, ich habe die Lektion gelernt und schließlich bin ich dann wieder zurück ins Museum gegangen. Tage. Nein, das muss ich auch ganz so. Yes! Ich habe einen gefunden. Hey, ich hab schon wieder Fat Rolling drauf. Den habe ich noch nie freigelegt, oder? Jetzt ist er frei. Du bist frei, Stein. Du bist frei. Ich will aber nicht frei sein. So, da ist der Dreck weg und dann wird es nochmal eingegipst. Warum klingt das wie ein Pokémon? Dreck weg. So, Stein eingegipst und dann lege ich.
War die 7 nochmal hier drauf? Auch nix. Gut. Dann nehme ich das hier mit. Hit. Oh. Mist. Ich habe mich ein bisschen eingebuddelt. Immerhin wird es mir noch angezeigt. Ja. Unbekannte Spezies, unbekannter Knochen, okay. 5. Yes! Gefunden? Gefunden? Nichts. Auch nichts. Aber der hier. Ich muss das mal freilegen. Unter dem ganzen Zeug. Und da ist er frei. Du bist frei. Neun. So. Und damit geht es jetzt. Das ist die Kettensäge, die wollen wir nicht haben. Damit geht es jetzt zurück zur Kiste. Ich glaube, ich habe es geschafft. Nee, habe ich nicht. 2 kann ich noch aufnehmen. Jo, also am Ende dieses Parts kann ich auf jeden Fall sagen, dass mir schon ziemlich viel gelungen ist. Auf jeden Fall kann ich aber auch sagen, dass ich die gesamte Grabungsstation umgegraben habe, auf der Suche nach weiteren Fossilien. Leider habe ich aber nichts gefunden. Ich wusste nämlich damals noch gar nicht, beziehungsweise gestern noch gar nicht, dass es eigentlich ein Tutorial war, weswegen man eigentlich nur 3 Fossilien finden sollte. Das merkte ich später jedoch. Und wie es damit weitergeht und was mit den Fossilien dann passiert, das erfahrt ihr natürlich im nächsten Part von Fossil Hunter. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Tschüss.